Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nisa, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوذَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. Wenn ihr bei euren Frauen Widersetzlichkeit spürt, sie kommen vom Weg ab, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns beigebracht, gibt ihnen eine Nasiha, einen Ratschlag. Hat das nicht geklappt. Trennt euch im Bett. Das heißt, ich hole mir eine zweite Decke und ich bleibe im Bett, aber ich gebe den Rücken. Nicht, ich gehe im Wohnzimmer oder ich gehe zu meinen Eltern oder nimm deine Sachen und geh zu deinen Eltern. Nein, nein, nein. Sogar wenn wir uns scheiden lassen, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt, وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. Ihr solltet die nicht aus ihren Häusern vertreiben. Es gibt eine Wartezeit, 3 Monate. Da muss sie erstmal zu Hause bleiben und du auch. Also, einen guten Ratschlag hat nicht gebracht. Im Schlafbett trennen. Und dann hat das nichts gebracht. Dann kommt die dritte und sagt Allah subhanahu wa ta'ala und schlagt sie. Natürlich, wir können den Koran niemals so lesen, übersetzen und auf die Frau losgehen. Und ihr kennt bestimmt diesen Skandal von dieser Richterin, die einem muslimischen Mann Recht gegeben hat. Der hat seine Frau geschlagen, ist mit dem Koran zur Richterin gegangen, sagt, hören Sie mal, ich bin ein Moslem, das steht da drin. Und schlagt sie, sie hat ihm Recht gegeben. Und schlagt sie bedeutet folgendes. Die Gelehrten der Sprache hatten gesagt, فَضْرِبُوهُنْ أَيْ اِضْرِبُوا سَبِيلًا. Sucht einen anderen Weg. Ratschlag hat nichts genutzt. Trennen im Bett hat nichts genutzt. Jetzt komme ich, soll ich sie schlagen? Ich suche einen anderen Weg. Was heißt einen anderen Weg? Ich muss eine andere Methode suchen, wie ich dieses Problem lösen kann. Vielleicht mit einem Imam reden. Vielleicht mit meinem Bruder, mit meinem Vater reden. Kannst du nicht mit ihr reden? Ha? Hat das nicht geklappt? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, holt einen Richter von ihrer Familie und einen Richter von seiner Familie. Und Rasul sallam hat uns diese Ayah insbesondere übersetzt und hat gesagt, فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح. Manche Gelehrte haben gesagt, mit Siwak oder mit Wattestäbchen auf die Hand so. Letztendlich gar nicht. Und Rasul sallam hat das verboten, auf das Gesicht zu schlagen. Er hat das verboten, überhaupt eine Frau zu erniedrigen. Rasul sallallahu alaihi wasallam, el Hadith hat gesagt, la yafruku mu'minan mu'mina iza radiya minha shay'an, yani iza kariha minha shay'an radiya minha akh. Yani kein Mann sollte seine Frau erniedrigen. Warum? Weil wenn er von ihr etwas hasst, gibt es etwas anderes, was er von ihr liebt. Vielleicht wenn sie sich streiten, ist sie laut, aber die ist eine Spitzenköche. Sie ist 1:1. Vielleicht ist sie manchmal durcheinander. Die Küche ist im Bad und das Badezimmer ist. Aber wenn deine Eltern kommen, wenn deine Eltern kommen, sie macht die ganze Wohnung und sie ehrt sie und sie behandelt sie so gut. 1:1. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, druck ein Auge zu. Aber unsere Augen, die sind so groß, dass wir das Auge nicht zudrücken können. Wallahi al-Azim, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, dass wir Muslime heute nicht in der Lage sind, glücklich in unserer Ehe zu leben. Und viele denken, ach guck mal, Abu Jibril steht hier und bestimmt, weil er ja eine gute Ehe führt, denkt ihr, ich habe keine Probleme? Denkt ihr, das Leben ist jeden Tag mit Rosen? Aber Alhamdulillah, die Streitereien, wir haben gelernt, wir sind aufeinander zugegangen, wir haben gelernt, wie der andere tickt und wie der andere denkt. So, dass heute Streitereien mit einem Lächeln gelöst werden. Wallahi al-Azim, ich habe das gelernt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als das Essen gekommen ist, kennt ihr alle diesen Hadith, wo dieser Teller auf den Boden geschmissen wurde? Von Aisha radiallahu anha. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sammelt die Scherben und sagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Wallahi, was für eine Situation, wo ich sage, ja Rasulallah, wallahi, du hast uns das beste Vorbild gezeigt, was es überhaupt gibt. Seine Frau nimmt den Teller, schmeißt ihn auf den Boden, weil sie eifersüchtig ist und die Sahaba sitzen noch bei ihm. Und er lacht darüber und sagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Subhanallah. Und daraus habe ich echt gelernt. Deshalb, da müssen wir dieses schlagen. Ich sage, und ich habe ganz am Anfang gesagt, wer seine Frau schlägt, ist ein Verräter. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt.